Tag, neues Glück. So wie gestern. Das ist die Ansaugbrücke. Ich habe jetzt schon die Kabel abgemacht und das ist jetzt einfach nur noch das Plastikgehäuse. Also keine Einspritzdüsen mehr, keine Dichtungen mehr, nichts mehr dran. Und ich habe das Ganze jetzt eingesprüht mit dem schönen Kaltreiniger. Xenia wird mir danken, dass ich die Badewanne so schmutzig mache, aber ich mache sie auch wieder sauber. Und wir haben das jetzt richtig, richtig fett eingesprüht. Also auch hier drinnen hier ist jetzt richtig dick eingesprüht. Warte mal, meine Nachtsicht wieder. So. Genau, da ist richtig schön reingesprüht. Ich habe es schon vorher ein bisschen mit Wasser ausgespült. Und da kam schon einiges Schwarzes raus, wie man sehen kann. Jetzt lassen wir das mal ein bisschen einwirken. Dann holen wir das Zeug raus und dann sprühen wir es nochmal ein. Und dann ist das wahrscheinlich schon so halbwegs sauber. Drin schrubben kann man nicht, weil da kommt man nicht rein in diese einzelnen Kanäle. Aber man kann da schon ziemlich viel bewirken, wenn man nur einsprüht, ausspült, einsprüht, ausspült. So. Weiter geht's. Okay, Rundgang 1 fertig. Wir spülen das Ganze jetzt mal. Badewanne ist wieder sauber. Yippie-oje. Wir essen jetzt noch eine Kleinigkeit, weil dann geht es zu meiner Mutter und meiner Schwester. Weil, weißt du, warum wir da hinfahren? Nein, noch nicht. Weil meine Schwester die Hunde sehen will. Ah, Nicht uns oder so. ah, Die sie hätte ja Hunde. auch zu uns kommen können. Ist ja unglaublich. Also, lass sie schmecken. Ja, mache ich. Schmeckt gut. Ich habe schon gelöffelt. Okay, liebe Leute, ich bin nicht ganz zu Hause, sondern wir sind gerade unterwegs und ich wollte euch nur ganz kurz zeigen, dass jetzt alles an seinem Platz wieder sitzt und auch schon ein bisschen gefahren bin. Also ich muss sagen, es hat auf jeden Fall was gebracht, aber das eigentliche Problem ist dadurch nicht behoben. Die Drosselklappe haben wir jetzt ja auch schon sauber gemacht. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall sinnvoll war, aber das ist nicht das Problem, was das verursacht, dass es so leicht zuckelt, wenn man gleichmäßig vor sich hinfährt. Ich vermute jetzt als nächstes Zündkabel und die Kerzen. Und das, wenn wir als nächstes austauschen, ist zum Glück nicht so wild, nicht so schwer zu machen. Ja, gehen wir wieder hoch. Es gibt wieder Burger. Schon wieder. Jam, jam. So, für mich ist heute Schluss. Es ist spät. Ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.